Flaggen und Fahnen sind sichtbare Zeichen für die Gedanken und Gefühle, aus denen sich die Einheit der Menschen mit einer gemeinsamen Heimat ergibt. Aber haben Sie sich schon einmal gefragt, warum unsere Fahne schwarz-rot-gold ist und seit wann? Wobei wir ja mit den Begriffen Flaggen und Fahnen recht großzügig umgehen, beide im normalen Sprachgebrauch häufig deckungsgleich verwenden. Dabei gibt es doch gravierende Unterschiede. Fahnen, abgeleitet unter anderem vom althochdeutschen Fano, gleich Tuch oder Fahne, meist rechteckige, an einer Stange genagelte farbige Tücher, darin manchmal auch Bilder oder Symbole, werden, wie die Truppenfahne der Bundeswehr, getragen. Dagegen sind Flaggen beweglich und werden gehisst. Es gibt sie seitlich an einem Mast oder an einem Ständer befestigt oder mit einem Querträger mittig hängend vor dem Mast. Woher der Begriff Flagge stammt, kann niemand mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Vermutlich stammt er aus einem der vor 400 Jahren gebrauchten nordgermanischen Dialekten für das Wort Flogra, gleich flattern. Als dann zur gleichen Zeit die ersten Nationalflaggen entstanden waren, war Flogra in den niederländischen und niederdeutschen Sprachgebrauch genommen und zur Flag geworden, dem niederländischen Wort für Schiffsfahne. Daraus war dann im Deutschen das Wort Flagge entstanden. Möglicherweise aber stammt Flagge ja auch vom alten sächsischen oder germanischen Wort Flaken oder Fleogan, also im Winde wehen. Daher werden Flaggen auch auf einem Flaggenstock gehisst und wieder niedergeholt. Aber neben Flaggen und Fahnen gibt es noch das aus dem Spätmittelalter stammende Banner, hier das des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Eine spezielle Form der Flagge mit einem Hoheitszeichen oder Wappen, die an einem waagerechten Querstock hängen. Dann noch Stander, meist dreieckige Flaggen, die als Unterscheidungszeichen dienen, bei der Marine auch als Rangabzeichen oder Kommandozeichen, wie hier für ein Geschwader. Und schließlich die meist quadratische Standarte, die zum Beispiel als Hoheitsabzeichen an der Seite von Fahrzeugen befestigt wird, wie hier am Dienstfahrzeug des Bundespräsidenten oder die des Generalinspekteurs der Bundeswehr. Aber auch Banner, Stander oder Standarten werden häufig als Flaggen oder Fahnen bezeichnet, was allerdings nicht ganz den Tatsachen entspricht. Die Verwendung der Fahne lag ursprünglich im Soldatischen. Daher gibt es ja auch heute noch die Begriffe wie Fahneneid, Flagge zeigen oder streichen oder Fahnenflucht. Schon die Truppen der alten Inder, Israeliten, Griechen und vor allem der Römer hatten Feldzeichen verwendet. Jede dieser an hohen Stangen getragenen, weit sichtbaren Stoffbahnen oder metallenen Bildern gehörte zu einer Einheit, diente im Frieden, der kameradschaftlichen Identifizierung und im Krieg zur Führung und Befehlsgebung. Aus diesen taktischen Hilfsmitteln waren dann im Laufe der Jahrhunderte Symbole des Zusammenschlusses von Menschen eines Staates oder eines Volkes entstanden. Oder das sichtbare Symbol einer politischen, sportlichen oder spirituellen Idee, wie zum Beispiel nach dem Sieg des Christentums in Rom, wonach an die Stelle der Stange das Kreuz getreten war, an dessen Querbalken jetzt die Fahne befestigt wurde, woraus dann irgendwann die Kirchenfahnen wurden, wie wir sie heute kennen. Aber Nationalfahnen, die aus einigen farbigen Bahnen bestehen, kamen in der Regel von heraldischen Symbolen. Nehmen wir die Fahne, die wir kurz mit Schwarz-Rot-Gold oder Deutschlandfahne beschreiben. Zum ersten Mal war diese Farbkombination gezeigt worden während der Befreiungskriege gegen Napoleon in der Uniformierung des 1813 von Major Adolf von Lützow aufgestellten preußischen Freikorps Lützow. Denn während das Bürgertum, wie in der deutschen Geschichte häufig geschehen, sich schnell mit den politischen Gegebenheiten abgefunden hatte, war es zu dieser Zeit ein guter Teil der deutschen Jugend, der sich freiwillig gegen die französische Besatzung Deutschlands gestellt hatte. Im Korps Lützow stellten Handwerker die Mehrheit, gefolgt von den Studenten, die wiederum in den Jägerkompanien die Mehrheit waren. Sie waren freiwillig aus allen Staaten Deutschlands gekommen, jeder in seiner landsmannschaftlichen Bekleidung oder in Uniform. Um nun eine Einheitlichkeit
des bis zu 3.500 Mann starken Lützowischen Chors sicherzustellen, waren alle farblich unterschiedlichen Uniformen schwarz gefärbt worden. Jetzt leuchteten nur noch die Messingknöpfe golden und die Aufschläge an den Jacken und seitlichen Paspellierungen an der Hose in Rot. Diese Farben, Schwarz-Rot-Gold, waren ja auch die Farben gewesen des Reichsbanners des fast 1000-jährigen Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation bis zu seiner erzwungenen Auflösung 1806 durch Napoleon I. Ein Soldat des Korps Lützow hat seine Uniform so beschrieben: aus der Schwärze der Knechtschaft durch blutige Schlachten ans goldene Licht der Freiheit. Nach Teilnahme an verschiedenen Gefechten und Schlachten war das Freikorps, genannt auch die Schwarzen Jäger, trotz des seit dem 5. Juni 1813 bestehenden Waffenstillstandes am 17. Juni bei Kitzen nahe Leipzig in einen französischen Hinterhalt geraten und von überlegener französischer und württembergischer Kavallerie unter dem General François Fournier ohne Vorwarnung angegriffen worden. 105 Lützower waren gefallen und rund 150 in Gefangenschaft geraten, die von dem Franzosengeneral allerdings nicht als Soldaten behandelt worden waren, sondern, wie er sie nannte, als sogenannte schwarze Banditen. Rund 300 hatten entkommen können und ihren Kampf gegen die französischen Invasoren fortgesetzt. Dann, nach der ersten Abdankung Napoleons und dem Einmarsch der Alliierten in Paris 1814, waren die nicht aus Preußen stammenden Freiwilligen in Ehren entlassen worden und aus dem Rest des Freikorps das Infanterieregiment von Lützow Nummer 25 gebildet worden und das vom zum Oberstleutnant beförderten von Lützow bis 1817 geführte thüringische Ulanenregiment Nummer 6. Obwohl das Freikorps bei seinen militärischen Aktionen nicht besonders erfolgreich gewesen war, auch von allen Truppenteilen die höchste Desertationsrate gehabt hatte, besonders bei den nicht-preußischen Freiwilligen, war seine Strahlkraft für Deutschland gewaltig gewesen. Denn in ihr standen eine ganze Reihe von auch heute noch bekannten Persönlichkeiten. So der als Leutnant am 26. August 1813 im Kampf gegen französische Truppen gefallener deutscher Schriftsteller und Freiheitskämpfer Theodor Körner. Hier liest er den Jägern seine Kriegslieder vor, wobei die tödliche Kugel im Gefecht im Forst von Rosenow bei Gardebusch von einem aus Bibern im Hunsrück stammenden Deutschen abgefeuert worden war. Mit seinem sechsstrophigen, kraftvollen und vertonten Gedicht »Lützows wilde Jagd« hat Körner seinem Chor ein beeindruckendes literarisches Denkmal hinterlassen. Weitere Prominente waren der Maler Georg Friedrich Kersting. Sein Gemälde auf Vorposten zeigt die Lützower Jäger Heinrich Hartmann links, in der Mitte den sitzenden Theodor Körner und rechts Friedrich Friesen, den Mitbegründer der deutschen Tonkunst. Der Tonvater Friedrich Ludwig Jahn, der bedeutende Dichter der deutschen Romantik Josef von Eichendorff, sowie der spätere Begründer der Kindergärten Friedrich Fröbel. Und auch zwei dadurch in Deutschland berühmt gewordene Frauen waren als Soldaten im Chor, allerdings verkleidet als Männer. Die erste war Eleonore Prochaska. Die aus Potsdam stammende 28-Jährige war als Jäger August Renz, zunächst als Trommler, dann als Jäger im 1. Bataillon eingesetzt und hatte sich durch besondere Tapferkeit ausgezeichnet. Als sie am 5. Oktober 1813 in der Schlacht an der Göhrde schwer verwundet worden war und ein Militärarzt sie versorgen wollte, hatte er ihr wahres Geschlecht entdeckt und sie in ein Bürgerhaus nach Dannenberg bringen lassen, wo sie 3 Wochen später an ihren Verwundungen verstorben ist. Die zweite war die aus Bremen stammende 17-jährige Anna Lühring, die als Soldat Eduard Kruse an einigen kleineren Gefechten teilgenommen und dadurch Berühmtheit erlangt hatte. Sie ist mit 70 Jahren in Hamburg verstorben. Und 1813 gab es in der 4. Kompanie des Kolbergschen Grenadierregiments Graf Gneisenau, Nummer 9, die 23 Jahre alte Friederike Krüger aus Mecklenburg, die als August Lübeck an mehreren Schlachten teilgenommen hatte,
als Unteroffizier ausgezeichnet worden war mit dem Eisernen Kreuz zweiter Klasse und dem russischen Orden des Heiligen Georgs und mit 58 Jahren im brandenburgischen Templin verstorben ist. Zurück nun zur Uniform des Lützowischen Korps. Darin waren ja die Farben Schwarz, Rot und Gold. Als dann am 12. Juni 1815 in Jena die bestehenden studentischen Landsmannschaften sich aufgelöst und im Gasthaus Grüne Tanne die Urburschenschaft gegründet hatten, hatten die früher im Chor Lützow gestandenen Studenten sich jetzt diese Fahne gegeben, die unmittelbar auf die Lanzenwimpel der Ulanen im Freikorps Lützow zurückging und Schwarz-Rot-Gold enthielt. Dann, Ende Mai 1832, waren zum ersten Mal von den rund 30.000 Teilnehmern des Hambacher Festes schwarz-rot-goldene oder gold-rot-schwarze Flaggen mitgeführt worden, häufig auch mit der Aufschrift Deutschlands Wiedergeburt. Aber Schwarz-Rot und Gold, eigentlich ja Gelb, hatten sich erst als die deutschen Nationalfarben durchgesetzt, als am 9. März 1848 der Bundestag des von 1815 bis 1866 bestehenden Deutschen Bundes diese Farben offiziell angenommen hatte. Ich habe bewusst gelb gesagt, denn das Flaggengesetz vom 31. Juli 1848 hatte den untersten Streifen der Flagge ausdrücklich als gelb bezeichnet. Die Nationalversammlung hatte auch ein Reichsgesetz über die Kriegs- und Handelsflagge erlassen. Schwarz-Rot-Gold und in der Gösch, wie man ein Obereck einer Flagge nennt, den doppelten schwarzen Adler auf gelbem Grund. Aber da der Reichsverweser das neue Gesetz erst am 12. November 1848 ausgefertigt und überdies die neue Flagge den auswärtigen Staaten nicht offiziell angezeigt worden war, hatte zum Beispiel die britische Kriegsmarine die neue Kennzeichnung auf den Schiffen der 1848 aufgestellten, aber bereits 4 Jahre später wieder aufgelösten Reichsflotte nicht anerkannt, sondern als Piratenflagge betrachtet. Dazu gibt es mein Video über den Admiral Brommy. Grund für das Nichtmelden der neuen Kriegsflagge war aber auch gewesen, dass verschiedene Einzelstaaten des Deutschen Bundes, es gab 41, weder die Beschlüsse noch die Gesetze des Bundestages in Frankfurt anerkannt hatten. Als dann im Zuge der Restauration die demokratischen Bewegungen exekutiert worden waren, waren am 2. September 1850 zunächst die schwarz-rot-goldenen Fahnen von der Frankfurter Paulskirche entfernt, 2 Wochen später dann auch die vom Frankfurter Bundespalais, dem Sitz des Bundestages. Darüber hinaus war Schwarz-Rot-Gold in einigen deutschen Staaten ausdrücklich verboten worden. Dann, 16 Jahre später, 1866, hatten im Preußisch-Österreichischen Krieg die Soldaten des auf Seiten Österreichs kämpfenden und aus den Kontingenten Württembergs, Badens und Hessens zusammengestellten, militärisch allerdings minderwertigen 8. Bundesarmeekorps schwarz-rot-goldene Armbinden getragen. Preußen aber siegte und bestimmte von nun an die Bedingungen der Einigung und hatte auch bei der Symbolik ihrer Fahne, schwarz-weiß-rot, ein Zeichen gesetzt. Diese Farbgebung war entstanden durch das Wappen Preußens, der schwarze Adler im silbernen Felde, woraus sich die Landesfarben schwarz und weiß ableiteten. Als mit dem am 1. Juli 1867 gegründeten, unter preußischer Führung stehenden Norddeutschen Bund der erste deutsche Bundesstaat gebildet hatte, in dem alle deutschen Staaten nördlich der Mainlinie vereint waren, war die schwarz-weiße Preußenflagge ergänzt worden durch das rote Feld der freien Städte. Die so entstandene Flagge schwarz-weiß-rot war dann 1871 von dem von Otto von Bismarck gegründeten Zweiten Deutschen Reich übernommen worden, indem sie bis 1919 die Nationalflagge war und von 1933 bis 1935 übergangsweise die Flagge des sogenannten Dritten Reiches, bis die Nationalsozialisten ihre Parteifahne als alleinige Nationalflagge eingeführt hatten. 4 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, 1949, war Schwarz-Rot-Gold
von der Bundesrepublik und mit ihrem Staatswappen darin auch von der DDR eingeführt worden, wobei bis heute die Seestreitkräfte der Bundesrepublik diese Dienstflagge führen, die Kriegsschiffe der Volksmarine der DDR bis 1990 diese. Allerdings hatten vor der Gründung der Bundesrepublik und der Einführung von Schwarz-Rot-Gold eine Reihe von Persönlichkeiten Alternativen zum uns heute geläufigen Schwarz-Rot-Gold vorgeschlagen. Bereits aus dem Jahr 1926 stammte diese Version des bedeutenden Berliner Flaggenkundlers Ottfried Neubecker, die wohl den am 8. September 1944 in Berlin-Plötzensee hingerichteten, dem Widerstand angehörenden Juristen Josef Wirmer zu seinem Flaggenvorschlag inspiriert hatte. Die CDU wollte 1948 diese Kombination einführen, war aber überstimmt worden. Und der CDU-Politiker Robert Lehr, von 1950 bis 1953 Bundesminister des Inneren, hatte diese hier vorgelegt, mit Sternen. Der Koblenzer Historiker Paul Wenzke, eine sogenannte republikanische Tricolore, aufgeteilt wie die französische Flagge, und schließlich der Entwurf des Kunsthistorikers Edwin Rezlop, der die Teilung Deutschlands als Motiv hatte. Waren nun die deutschen Farben Schwarz-Weiß-Rot und Schwarz-Rot-Gold erst relativ spät entstanden, gibt es bedeutende frühere Beispiele, in denen man die Verwendung von Heraldik erkennen kann. So hatte das Banner des Heiligen Römischen Reiches den einköpfigen, später den doppelköpfigen schwarzen Adler im goldenen Felde, woraus in Abkürzung entstanden waren die Reichsfarben Schwarz-Gold, die 1804 vom Kaisertum Österreich als Schwarz-Gelb übernommen worden waren. Und war das Banner des späteren französischen Königstums de facto auch die Nationalflagge bis zur Revolution 1789 ein weißes Tuch mit goldenen Lilien, hatten die Revolutionäre dem Weiß das Blau und Rot des Pariser Stadtwappens beigefügt, woraus dann die seit 1794 offizielle französische Tricolore Blau-Weiß-Rot wurde. Aus diesen Beispielen kann man erkennen, dass eine für den Tagesgebrauch geschaffene Vereinfachung von heraldischen Figuren vor geschichtlich gar nicht so langer Zeit zur Schaffung der Landesfarben geführt hat. Aber es gibt in Europa eine Ausnahme, und das ist die Entstehung der österreichischen Flagge Rot-Weiß-Rot. Dazu gehe ich zurück in das Jahr 1190, in dem am 11. Mai der bis zum 2. September 1192 dauernde dritte Kreuzzug begonnen hatte. Einer ihrer Führer war der römisch-deutsche Kaiser Friedrich I., genannt Barbarossa, italienisch für Rotbart, der allerdings am 10. Juni 1190 nahe der türkischen Stadt Silifke am Fluss Salev, heute Göksu, ertrunken war, woran ein Denkmal erinnert. Seitdem schläft ja der Sage nach Kaiser Rotbart mit seinen Getreuen in einer Höhle des Kyffhäuserbergs, um eines Tages zu erwachen, Zitat, das Reich zu retten und es wieder zu neuer Herrlichkeit zu führen. Jedenfalls hatte nach Barbarossas Tod Friedrich, genannt der Katholische, der Sohn Herzog Leopolds V. von Österreich, die Führung des christlichen Heeres übernommen, ein Jahr später, im Juli 1191, dann Leopold selbst. Der auch der Tugendhafte genannte Leopold hatte dann nach schweren Kämpfen die Stadt Acker am Nordrand der Bucht von Haifa in Israel erobert. Dabei soll er sich aber so mit dem Blute der von ihm abgemurksten Gegner besudelt haben, dass sein ursprünglich weißes Gewand über und über rot war. Als er nach der Schlacht seinen breiten Gürtel, das sogenannte Wehrgehänge, abgelegt hatte, war dort, wo es getragen worden war, ein weißer Streifen übrig geblieben. Dann aber war es zwischen ihm und dem ebenfalls an der Schlacht beteiligten englischen König Richard I., genannt Löwenherz, zu Streitigkeiten gekommen, in dessen Verlauf der selbstherrliche Richard die Flagge Österreichs heruntergerissen und in den Straßengraben geworfen hatte. Daraufhin habe Leopold V. sein blutrotes Hemd mit dem weißen Streifen ausgezogen und es als neue Flagge auf den Mauern von Acker aufgehängt. Das ist allerdings lediglich eine schöne Geschichtslegende.
Dagegen ist gesichert, dass die rot-weiß-roten Farben von dem Kärntner Adelsgeschlecht der Eppensteiner bis zu ihrem Aussterben 1122 geführt worden waren, die vorher aber ihre Farben an die Tiroler Meinhardiner und die steirischen Traungauer weitergegeben hatten, wobei letztgenannte diese dann wiederum bei ihrem Aussterben 1192 an die Babenberger weitervererbt hatten. 1246, nach dem Erlöschen des Hauses Babenberg, hatte dann das Haus Habsburg das Rot-Weiß-Rot übernommen, das dann auch in anderen Wappen dieses Herrschergeschlechts zu finden war, wie zum Beispiel in dem von Salzburg oder dem alten Wappen von Triest. Von 1815 bis 1915 war im Reichswappen des Kaisertums Österreich und mit ihm auch in der Fahne der schwarze Doppeladler im goldenen oder gelben Felde, dazu in der Mitte das Herzschild eines roten Feldes mit silbernem oder weißem Querbalken. Also die alten österreichischen Farben Rot-Weiß-Rot. Allerdings waren seinerzeit wegen der üblichen Vereinfachung des Reichssymbols meist nur schwarz-gelbe Fahnen gezeigt worden. Aber bereits seit 1786 war ja die rot-weiß-rote Flagge wieder eingeführt worden, als der aufgeklärt denkende, leider manchmal auch überstürzt handelnde römisch-deutsche Kaiser Josef II. Auf Antrag des Staatskanzlers Wenzel, Reichsfürst von Kaunitz-Riedberg, angeordnet hatte, dass auf den Kriegsschiffen eine rot-weiß-rote Flagge zu hissen sei. In den weißen Mittelstreifen war das rot-weiß-rote Wappen eingesetzt, überragt von der herzoglichen Krone. 1804 war die rot-weiß-rote Flagge für die österreichische Handelsschifffahrt eingeführt worden, die 1869 abgelöst worden war von dieser, die eine Verbindung des österreichischen Rot-Weiß-Rot darstellte mit dem Rot-Weiß-Grün Ungarns, bis am 3. bzw. 4. November 1918 mit dem Waffenstillstand die rot-weiß-rote Flagge auch auf der KK-Kriegsmarine endgültig niederging, die, was viele ja nicht wissen, bis dahin die sechstgrößte der Welt war. Aber als dann am 12. November der Rumpfstaat zunächst als Staat Deutsch-Österreich entstanden war, der sich allerdings gegen den Willen der Bevölkerung den von den Siegern befohlenen Namen Republik Österreich geben musste, hatte die junge Republik sofort die alten Farben Rot-Weiß-Rot übernommen, quasi wie in einem gefühlsmäßigen Zurückgreifen in eine ferne Vergangenheit zum traditionellen Symbol, ehe im Mai 1919 dieses neue Staatswappen mit Hammer und Sichel eingeführt worden war. Dieses vom sozialdemokratischen Staatskanzler Karl Renner zunächst geplante Wappen hatte lediglich Spott hervorgerufen. Aber während in Österreich dann 1919 mit der rot-weiß-roten K&K-Kriegsmarine und Seekriegsflagge als Staatsflagge ein altes Sinnbild zurückgekommen war an seinen Ursprung, war in Deutschland ein erbitterter Streit entbrannt um die zukünftigen Nationalfarben des Deutschen Reiches. Während die halbkommunistische, unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, abgekürzt USPD, und der Spartakusbund das politische Identifikationsemblem sozialdemokratischer, sozialistischer und kommunistischer Bewegungen, die rote Fahne, einführen wollte, wollte die SPD unter Friedrich Ebert und die katholische Zentrumspartei unter Karl Trimborn Schwarz-Rot-Gold. Dagegen wollte die nationalkonservative Deutsche Nationale Volkspartei unter Oskar Hergt und die nationalliberale Deutsche Volkspartei unter Gustav Stresemann die alten Farben des Norddeutschen Bundes bzw. des Kaiserreiches behalten, Schwarz-Weiß-Rot. Hatte sich dann am 3. Juli 1919 in der entscheidenden Abstimmung über die Wahl der Nationalfarben Schwarz-Rot-Gold durchgesetzt, war bei der Handelsflagge ein Kompromiss getroffen worden. Sie blieb Schwarz-Weiß-Rot mit einer schwarz-rot-goldenen Gösch, zu der ab 1921 noch das Eiserne Kreuz gekommen war. Damals hatten bekannte Heraldiker für eine neue Reichskriegsflagge Vorschläge eingebracht, wie diese hier aus den Jahren 1919 und 20, die aber alle verworfen worden waren.
Genommen worden war dann diese traditionelle Elemente enthaltene Flagge, die bis 1933 Verwendung fand, bis auch sie abgelöst worden war. Zum Schluss bewegt mich noch eine Frage. Ich habe ja vorhin bereits den Berliner Fahnenkundler Ottfried Neubecker erwähnt und dessen Vorschlag von 1926 gezeigt. Er hatte aber auch diesen Entwurf einer Reichskriegsflagge vorgelegt und dazu die Version einer Seekriegsflagge. Und von einem weiteren Heraldiker, Manfred Eimer, stammte diese Reichskriegsflagge. Welche sieht besser aus? Die heute verwendete Bundesdienstflagge für die Kasernen oder die Schiffe und Boote der deutschen Marine oder eine dieser aus dem Jahr 1926? Was meinen Sie?